Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute machen wir einen Countdown über einen Blueprint mit dem Event Tick Node. Dazu sind wir im Third-Person-Template und gehen hier in den Open-Level-Blueprint. Ja? Den Tab ziehen wir uns im Main-Blueprint an. Okay. So, was brauchen wir? Wir brauchen erst einmal Minuten und Sekunden. Dazu erstellen wir uns zwei Variablen. Das sind einmal die Sekunden. Ja, der Boolean wird zum Integer, ja, und Minuten, ja, genau, Compile, jetzt können wir auch Sekunden einstellen, jetzt stellen wir hier mal 3 Sekunden ein und hier eine Minute, ja. So, der Event-Tick ist ja ein Event, der bei jedem Frame quasi ausgelöst wird. Den können wir uns hier rausnehmen, so. Genau. Der Event Tick, es soll Folgendes passieren: Es soll, sobald, also wir kennen es ja, Minuten und Sekunden, sobald eine bestimmte, die Sekunde wird immer runtergezählt. Das heißt, 3 Sekunden und in jeder Sekunde muss eine runtergezählt werden. Dazu gibt es einen Node, der nennt sich Decrement. Dann zieht ihr den Pin raus aus der Variable und tippt zweimal Minus ein. Und dann habt ihr hier schon ein Decrement Int. Ja? So. Decrement Int, den können wir uns mal gleich ausgeben und mal schauen, was der so zeigt. Und den Ausgang hier mit dem Int-String. Dann compilen wir und play. Ja, genau. Der Tick ist im Moment bei jeder Sekunde löst er aus. Wie stellen wir ein, dass er nur einmal pro Sekunde ausgelöst wird? Das machen wir hier oben in den Class Defaults. Nicht 0,0, sondern 1. Ja. Tick Interval Second 1. So, Compile und auf die 3 Punkte und New Editor Window. So. Genau. In jeder Sekunde. Ja, das können wir sozusagen, ja, 7 Sekunden. Compile. So. 6, 5, 4, 3 und so weiter und so fort. So. Jetzt wollen wir Folgendes. Sobald diese Sekunden auf 0 sind, wollen wir, dass die Sekunde auf 59 Sekunden also gesetzt wird und gleichzeitig aber die Minute runtergezählt wird. Ja? Also, dazu, wir brauchen eine If-Bedingung. Also, wenn das und das passiert, wenn Sekunde 0 ist, ja, also rechte Maustaste, If, das setzen wir erstmal ein. Genau, verbinden das. Also, wenn Sekunde gleich 0 ist, ja, das ist die Bedingung, dann passiert Folgendes, dann setzen wir die Sekunde nicht get, sondern diesmal set auf 59, ja, und verbinden das Ganze. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Compile, play. Ja. So, genau. So, das Ganze können wir mal als Sequence Node mal auf einen anderen Platz quasi nach unten verschieben. Das trennen wir jetzt erstmal und halten die S-Taste gedrückt und klicken mit der linken Maustaste. Dann bekommen wir einen Sequence Node. Jetzt seht ihr auch gleich warum. Und bei der 1 dem Pin Print String, ja. Und hier im Print String können wir Sekunden ausgeben lassen, ja. Der Sequence Node macht nur Folgendes: Er geht einmal hier durch und dann hier durch. In dem Fall geht er durch, 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 bis er 0 ist. Und sobald er 0 ist, kann er hier wieder auf 59 setzen. Aber hier kommt er immer durch. Also Print String wird immer ausgegeben. Da können wir jetzt nochmal auf Play gehen. Und 5, 4, 3, 2, 1 und 59, genau. So, das hätten wir schon mal. So, wir wollen auch, dass die Minuten ausgegeben werden. Das können wir ja Folgendes machen. Die Minuten geben wir aus. Und wie machen wir das? Wir machen das mit einem Append-Node. Das heißt, Append-Nodes hatten wir schon mal gehabt. Append-Nodes tun Strings aneinander binden. Das heißt, man kann mehrere Strings aneinander ketten. Ja? So, das
Können wir uns mal anschauen. So, wir wollen dazwischen einen Doppelpunkt, ja, zwischen Minuten und Sekunden. Gehen hier auf Plus Add Pin und setzen, ja, es muss andersrum sein. Ja. So, die Sekunden kommen runter, die Minuten kommen hoch. Also hier die Minuten, hier die Sekunden. Das können wir rauslöschen. So, Compile und Play. So, da seht ihr. 4, 3, 2, 1. So, hier seht ihr, dass die Minuten nicht runtergezählt werden. Das machen wir jetzt gleich. So. Aber was wir noch ändern wollen, ist, dass wir nicht nur eine Ziffer haben wollen, sondern zwei Ziffern. Das sieht besser aus. Und das kriegen wir hin, indem wir toTextNode einsetzen bei dem Integer. toText, also toText Integer. Ja? Da können wir zwei Digits quasi einbauen. Nicht eins hier, Minimum Integral Digits, sondern zwei. Das gleiche machen wir hier. toText, Integer und zwei Digits. Ja? So. Genau. Und das verbinden wir mit dem A. Ah, hier sieht es langsam eng. Und hier mit dem C. Compile. Das können wir zuklappen. Und Play. So, da seht ihr schon, ja? Das sieht das schon viel angenehmer aus. Ja. So, nächster Schritt wäre, die Minuten 1 runterzuzählen. Das heißt, nachdem die Sekunden auf 0 sind und also quasi die Minute runtergezählt wird, wird sie auf 59 gesetzt, die Sekunden. Das heißt, wir müssen auch gleichzeitig mit den Minuten runter. Minute, wir wissen ja, wie man einmal runtergeht mit Decrement, ja? Decrement. Zwei Minuszeichen, Enter und dann haben wir schon eins weniger. So, genau. Also, jetzt, wenn die Minuten kleiner gleich 0 sind, dann hört ja der Countdown auf quasi, ja? Weil irgendwann ist er ja bei 0,59, 0,58 und dann geht er runter bis 0,1. Und ab 0,1, unter 0,1 müsste ja minus eine Minute sein. Das heißt, wenn Minute kleiner gleich 0 ist, dann sollte der Countdown aufhören. Ja, das können wir so machen, wieder mit einer If-Bedingung. Also, wenn Minuten kleiner oder gleich 0 ist, ja, dann soll der Countdown aufhören zu zählen. Ja. Und da machen wir eine If-Bedingung. Ja. If-Bedingungen. So, der Condition gehört hier rein. Also wenn das true ist, dann können wir ausgeben wie ja, der Timer, der Countdown ist zu Ende. Ja. Und dann können wir auch auf den Tick quasi deaktivieren. Das hatten wir auch in anderen Videos gehabt. Da gibt es einen speziellen Node, wie man den Tick deaktiviert. Und zwar mit Set Actor Tick Enabled. Ja. Set Actor Tick Enabled. Und hier ist er disabled, ja, nicht enabled. Genau. So, das probieren wir einmal aus. Auf Play drücken und schon, also 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, nee, hat nicht ganz geklappt. Also so, Minute ist. Ah, genau, dann müssen wir das hier nehmen, ja. Und probieren wir nochmal aus. Okay. So, eben gerade habe ich bemerkt, dass ich hier nicht kleiner gleich, sondern gleich 0 einsetzen sollte, weil kleiner 0 einsetzen sollte. Ja. Ja, kleiner als 0, dann müsste es auch klappen. Weil kleiner gleich 0 ist ja, wenn 0 ist, dann ist ja true, dann hört er auf zu zählen. Aber das wird ja bei 0,59 ja auch. Ja.
Ist ja logisch. Ja. Genau, und das Ganze wird dann schneller hoch. Ich lasse es mal schneller zählen, ja. Dann erhöhen wir mal kurz den Tick, ja, auf 0,1 Sekunde Tickintervall und schauen uns das mal an. Genau. Und der zählt hier runter und fertig. Der Countdown ist zu Ende. Diesen Countdown könnt ihr auch bei Spielen nutzen, zum Beispiel wenn es Zeitintervalle gibt, in denen der Spieler irgendwas erledigen muss oder wenn Gegenstände gefunden werden müssen oder alles Mögliche in der Hinsicht. Also diesen so einen Countdown in ähnlicher Form könnt ihr nutzen. Natürlich sieht das im Viewport im Printstring nicht schön aus. Das könnt ihr auch nachher zum Beispiel im Level irgendwo in der Luft schwebend als Text Render Object einfügen oder als UMG. Das heißt, dass es quasi als HUD irgendwo angezeigt wird. Das sehen wir uns dann noch im späteren Video an. Ja? Das war's dann soweit für heute. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare unten. Ich danke nochmal für euren Support und vielen Dank. Bis dahin, tschüss.